Hallo, ihr lieben Menschen. Ich habe es endlich mal wieder geschafft, mich hinzusetzen und jetzt ein Video zu drehen. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lange, das zu schneiden, weil ich doch gerne mal wieder eins hochladen wollen würde. Es sind ein paar Sachen passiert in letzter Zeit. Deswegen hat es jetzt einige Monate gedauert, bis ich überhaupt mal wieder irgendwas gemacht habe. Weil von der Ausbildung her ist es momentan unfassbar stressig. Wir haben nächste Woche Zwischenprüfung in Anatomie und in Anatomie bin ich halt überhaupt nicht gut. Ich verstehe zwar alles, aber es ist einfach unfassbar viel. Und ich bin am Lernen und am Lernen und ich weiß echt nicht, wie das in meinen Kopf gehen soll, weil es einfach viel zu viel ist. Zwischendurch dann noch ein paar Klausuren in Medizin und noch ein paar Vorträge und es war einfach too much irgendwie, ja. Jetzt freue ich mich auf das Video und ich hoffe, es gefällt euch und ihr habt vielleicht ein bisschen Spaß und vielleicht könnt ihr auch ein paar Tipps für euch so mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne einfach unter das Video kommentieren oder ja, bei Facebook mir eine Nachricht schicken. Die Seite ist ja auch verlinkt in der Infobox und ja. Ich wollte euch heute was erzählen zu meiner neuen Haarpracht. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht zu den Dreadfalls und auch zu den synthetischen Dreads, diese grünen, die ich mir mal eingeflochten habe. Ich hatte noch ein weiteres bestellt. Zu dem hier habe ich dann auch noch von der Anmurata Dread Design aus Hawaii mir dieses wunderschöne Set hier bestellt. Das ist einfach der Wahnsinn. Es ist total lang und die Farben und ich liebe sie einfach. Und ja, jetzt habe ich aber gedacht, machst du endlich mal eins in so einem Ginger-Rot-Braun, weil ich ja schon ziemlich oft auf diese Mittelaltermärkte gehe und auf den ganzen Festivals bin und LARP und Cosplay und der ganze Kram. Dachte ich mir, passt das ganz gut so zu den Grünen und Braun und Erdtönen. Sieht das halt immer noch natürlicher aus, auch wenn es Kunst da ist, als so ein Knatschgrün oder so ein Pastellrosa. Das passt einfach zu dem Kostüm besser. Deswegen habe ich gedacht, bestellst dir ein drittes. Dann habe ich meinen Kontostand gesehen und dachte mir, verdammt, das funktioniert irgendwie nicht. Deswegen dachte ich mir, ich mache das selbst. Weil ich bin so ein Mensch, der ist sowieso ständig irgendwas am kreatives Basteln und Nachmachen. Und immer wenn ich irgendwas sehe, denke ich mir, das kannst du eigentlich auch alleine und selbst machen. Dauert natürlich wesentlich länger, als es irgendwie dann bequem bestellen zu können oder zu kaufen im Laden. Aber dann weiß man, was man gemacht hat. Man kann es genauso machen, wie man es sich vorstellt. Und für mich ist das zwar natürlich, es ist viel Arbeit und mir tat noch echt die Hände weh, aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und es gibt nichts Cooleres, als so einen Kram selber zu machen und dann zu sagen, hey, guck mal, das, was ich auf dem Kopf habe, habe ich selber gemacht. Ja. Und ich finde, für mein erstes Set sehen die ziemlich cool aus. Ich möchte mich jetzt nicht groß selbst loben, aber doch, hier muss ich das tun, weil mir gefallen die echt gut. Ich mag die verschiedenen Farben. Ich habe hier auch nicht nur normale Dreads gemacht, sondern halt auch so Zöpfchen zwischendurch. Finde ich, sieht das ganz nett aus. Und wie immer dann nachher noch so ein paar Perlchen reingemacht. Hier habe ich jetzt hauptsächlich goldene genommen, weil ich der Meinung bin, dass hier ein Silber jetzt nicht so schön ausgesehen hätte, weil es ja ohnehin warme Farben sind. Hier vorne binde ich die, wie ich im letzten Video auch schon mal gesagt hatte, gerne zusammen, damit die einem hier nicht so vorne im Gesicht rumhängen. Nehme ich hier einfach so zwei Strähnen und mache die dann hinten so fest, mache einen Knoten da rein, ziehe das fest und dann hat man die halt hier so ein bisschen so rumfladdern. Man kann das auch nochmal machen, dass man da drunter noch welche zusammenknotet oder hier die Enden dann darum wickelt. Also gerade so auf dem Festival gibt es eigentlich nichts Cooleres. Und auf dem MPS zum Beispiel war ich auch echt froh, dass ich das grüne Set drin hatte, weil du hast kein nerviges Haargummi, was du dann immer wieder festmachen musst, weil es beim Tanzen rausrutscht. Hier einfach Knoten machen, festgezogen und man kann auch noch coole Sachen da reinstecken. Irgendwelche Haarspangen, Schleifchen, Bänder oder auch einfach so Blätter. Kann man dann hier so festmachen mit einem Draht oder so oder mit dem Dread selbst. Total entspannt zu tragen. Ja, und diesbezüglich musste ich dann natürlich auch mein eigenes Haar ein bisschen anpassen, weil so violett hatte ich, glaube ich, davor. Passt jetzt nicht ganz so cool. Ja, ich glaube, die Farbe ist ganz gut geworden. Ich hoffe, dass sie sich nicht allzu schnell rauswäscht, weil Rot ja immer so eine Sache ist. Ja, ach, und übrigens, ich habe seit 2 oder 3 Wochen einen Undercut. Den habe ich mir ein bisschen schräg schneiden lassen beim Friseur, weil ich finde, so gerade Undercuts laufen schon genug rum. Da dachte ich mir, ich bin ein bisschen individueller. Und mache mir dann so, wie so eine Art Pfeilspitze da rein. Sieht dann so aus. Ja. War natürlich jetzt im Sommer sehr angenehm und es ist natürlich auch angenehmer, weil ich nur die Hälfte der Dreads einflechten musste und erstens Geld gespart habe beim Materialkauf, weil ich ja nur die Hälfte kaufen musste.
Und weil ich natürlich viel weniger Dreads auf dem Kopf habe und das dann nicht so schwer ist wie mit den anderen, weil das sind bestimmt 2, 3 Kilo und dann ist es einfach unfassbar anstrengend für die Nackenmuskulatur und so. Es ist wunderbar, federleicht und ich freue mich. Ich hatte sie gestern schon präsentieren dürfen auf dem Mittelaltermarkt auf Burg Satzwey in der Eifel. Es kam richtig gut und ich fühle mich richtig wohl einfach. Also, wer irgendwie Bock hat, auch welche zu tragen, aber keine 200, 300 € für Hergestellte dann ausgeben möchte und generell vielleicht kreative Menschen, die gern viele Sachen selbst machen und handwerklich ein bisschen begabt sind, die können das auch easy zu Hause nachmachen. Also da braucht es nicht viel. Man kann sich das Kanekalon-Haar dann bestellen. Das ist so Kunststoffhaar. Und ja, also aus einer Packung. Die sieht dann so aus. Knister, knister. Steht da drauf. Kanekalon, schön spiegelverkehrt durch die Kamera. Das kostet so zwischen 3 und 5 € ein Paket. Das gibt es in vielen verschiedenen Farben. Es gibt auch verschiedene Anbieter. Da bekommt man je nach Stärke der Dreads bekommt man so 5 bis 8 Stück draus. Also ich habe immer Double-Ended gemacht. Also das heißt, man hat, wenn ich jetzt 5 Double-Ended aus einem Paket bekomme, habe ich ja 10 Dreads auf dem Kopf dann, weil die ja dann immer doppelt sind. Ich hatte vorher auch so ein paar Übungen gemacht, damit ich das Haar nicht direkt kaputt mache und gucke, ob ich das überhaupt hinkriege. Die sind aber auch nicht schlecht geworden. Die werde ich dann auch noch für ein viertes Set nutzen. Das sind dann mehr so kühlere Farben. Das ist so ein Türkis. Das ist halt ein Double-Ended. Und die werden ja dann hier so eingeflochten und dann habe ich ja schon 2 hier hängen. Irgendwie sieht das cool aus auf dem Rot. ja, und da habe ich auch schon ein paar angefangen. Die werden dann erst toupiert. Sieht dann so aus. Ganz cool, so auf dem Kleiderbügel, dann kann man die Beine da durchstecken und kann das im Sitzen machen. Das ist ganz cool. Das hält auch sehr gut. Und ich habe Platz für ganz viele hier drauf. Irgendwie, ich sehe ein bisschen aus wie so ein abgefreakter Goa-Tingle-Tangle-Bob. Irgendwie, ja, mir haben die Farben echt gut gefallen und da das jetzt so gut funktioniert hat, werde ich in den nächsten Tagen, wenn ich Zeit habe und die Prüfung endlich vorbei ist, dann hier weitermachen und euch dann ein neues Video machen und noch ein paar Fotos online stellen. Dann könnt ihr mal gucken, ob euch das auch gefällt. Ja, so viel zu dem Thema. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, wie man das selbst macht, entweder einfach mal YouTuben oder googeln. Es gibt ja schon so viele Videos dazu. Ich habe vorher auch einfach mal ein bisschen Tutorials geschaut, wie das geht. Und auch bei den Herstellern gibt es auch ganz oft so Infotexte und Anleitungen, wie man das zu Hause selbst machen kann. Da braucht man echt nicht viel. Man braucht nur das Haar, man braucht ein Glätteisen und ein Handtuch und ein bisschen Wasser. Mehr eigentlich nicht. Ja, und der Kleiderbügel ist halt ziemlich praktisch, weil das wesentlich angenehmer ist, als das irgendwo festzumachen, wo man das dann eh wieder nicht von weg bekommt. Und dann hat man Knoten und irgendwelche fiesen, knubbeligen Stellen und das sieht dann nachher am Haar auch einfach nicht schön aus. Ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich habe ein bisschen viel geredet jetzt und wenig gezeigt, aber das muss auch mal sein. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis bald. Ciao!